Mahlzeit. Ich entschuldige mich mal wieder für herzlich willkommen zu diesem neuen Video und so, ne? Sorry für die scheiß Videoquali, das liegt daran, dass hier gerade was dunkel ist und ich gerade keinen Bock habe, Licht zu suchen extra. Aber ich muss gerade mal was loswerden, das ist nicht mehr zu fassen. Ich habe mich gestern mit meinem Freund Christian Banke nochmal unterhalten. Dennis Christian Bank, Badke, Entschuldigung. Von der Tagesbrise. Ich hatte den irgendwie gefragt, wie ich, ob er glaubt, dass ich meine, Schmuddelbildchen hatte, die Bild ist betitelt, ob ich die eventuell auch bei OnlyFans quasi anbieten kann, ob ich da vielleicht dafür irgendwie mal eine Reichweite finde, keine Ahnung. Und dann erzählte mir der Christian, hat das definitiv so nicht mehr funktioniert. Ich sage mal, Christian, Dennis, Alter, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dich nennen soll. Ne? Dennis, Christian, DC. So. Und nachdem wir so ein Stündchen geplaudert haben, meinte der so zu mir, Alter, du musst dir mal das angucken, was auf TikTok der König Thomas gerade macht. Nicht so, wer ist jetzt König Thomas, ne? So, wo ich mir gedacht habe, so, oh Gott, der nächste König. Ne? Ihr wisst, für mich gibt es nur einen König, das ist Elvis. Rest in peace, motherfucker. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann habe ich gesagt, das ist der Thomas Gehornauer. So, das ist der König. Ja. So, und ich sage euch jetzt explizit, guckt euch die Scheiße gar nicht erst an. Dieses Video ist an die gerichtet, die den bereits kennen und wo nicht mehr viel zu verlieren ist. Höchstens noch zu gewinnen, indem er aufhört, das alles zu gucken. Was man dabei aber wirklich einfach nicht vergessen darf, ist, dass das Show ist, was er da macht. Und offensichtlich eine, die einschlägt wie eine Bombe. Ja, offensichtlich macht er gerade ziemlich viel Zuschauer damit. Ne, macht sich aber auch die Arbeit, sich jeden Tag dahin zu setzen und das durchzuziehen. Muss man einfach lassen. Also ich will hier auch gar nicht, will ihn gar nicht bashen. Ich will auch sonst keinen bashen. Nur also ich will niemanden hier irgendwie... Aber was mir halt eben dann aufgefallen ist, so, ich hab dann dem DC gesagt, ich werde dann jetzt mal Hausaufgaben machen und gucken wir mal an, was da so hintersteckt. So, ne? Und dann habe ich halt eben, TikTok habe ich halt nach wie vor nicht, weil ich mich nach wie vor einfach, ich habe keinen Bock noch, das ist schon schlimm genug mit Facebook und Instagram. Habe ich keinen Bock, dann auch noch TikTok zu haben, was mich ständig von mir selber ablenkt. Und dann habe ich aber auf YouTube quasi React-Videos dazu gesehen. So, und das sind nicht irgendwelche Hyopies, die dann da. Das sind große YouTuber mit 500.000 und mehr oder ein bisschen weniger, aber ein paar hunderttausend Abonnenten, die sich dann quasi über den Hornauer jetzt da auslassen. Das letzte, was ich jetzt hier auf dem Schirm hatte, war Rezo. Und dann habe ich auch gestern auch Valulis gesehen und noch so ein paar andere, wo ich auch gesehen habe, so die kenne ich gar nicht, aber haben halt auch entsprechende Abonnentenzahlen. Und die Videos haben alle so, also auf jeden Fall hunderttausende Klicks, so sagen wir grob im Schnitt eine halbe Million Klicks, so, ne? Und was mir da halt eben auffällt, ist, so ich rede jetzt mal hier einfach mal Rezo zum Beispiel persönlich an, so ich gebe zu, dass ich das Video noch nicht
komplett zu Ende geguckt. Aber ihr tut alle so, als würdet ihr den total scheiße finden. Und letztendlich macht ihr nichts anderes, als auf den Zug aufzuspringen. Ja, ihr erzählt alle, dass ihr den schlecht findet, aber ihr macht so eine fucking Werbung für den, dass das nicht mehr zu fassen ist. Wie viel, ihr macht eine Lust darauf, sich das mehr anzugucken. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder nicht. Aber ich meine, ich gucke jetzt auch schon ein paar Jahre Videos, ne, auf YouTube und auch auf Facebook, YouTube, wo ich dann halt eben, ne, ich habe irgendwann mal gelernt, sehr differenziert Fernsehprogramm zu konsumieren. Und das ist mir, YouTube gucke ich nicht anders. Da gucke ich auch, was wird mir erzählt und was steckt dahinter und ist das heiße Luft oder nicht. Und das ist alles, was ihr da gerade über dieses Thema bringt, einfach heiße Luft. Es ist, ja, keine Ahnung, da wird erzählt über die Vorgeschichte von dem Hornauer, was für ein Betrüger der ist und was er mit Kanal Telemedial da gemacht hat und was der vorher mit seinen, dass der vorher, bevor der den überhaupt aufmachen konnte, halt eine Telefon-Sex-Hotline hatte. Hey, der Typ ist Geschäftsmann, ja, und der geht offensichtlich über Leichen. Also über Leichen jetzt wahrscheinlich nicht, aber er ist, kann man mal einfach sagen, eine ziemliche Drecksau und skrupellos, was das Thema anderen Leuten Geld aus der Tasche ziehen angeht. Kann man von halten, was man will. Ne? Ich kann ihm das nicht zum Vorwurf machen. Meiner Meinung nach macht er auch einfach nur, was alle tun, nur halt eben mit einem geringeren Level an Skrupel. Aber das ist ja noch überhaupt gar nichts, aber so gar nichts gegen das, was Politiker gerade in Deutschland zum Beispiel reißen. Also wenn man sich so über den Hornauer gerade aufregt, da frage ich mich allen Ernstes, wie man dann hinnehmen kann, was die Politik da macht. Die Politik. Also das, sorry, aber das Augenwischerei, was ihr da macht. So gerade so ein Valulis, Entschuldigung, ich habe gestern das Kotzen gekriegt, als ich dann noch, ne, ich weiß, der Typ ist, soweit ich weiß, halt eben auch eben GEZ finanziert. So, und da regen sich solche Leute, die Kohle von der GEZ bekommen, damit ihr Programm machen können, darüber auf, dass irgendjemand anders sich da jemanden nur überhaupt wendet, wenn der da mal ein paar Mal 10 Euro gespendet hat oder so. Die Leute, die euch bezahlen, die nehmen den Leuten das Geld aus der Tasche, die das noch nicht mal gucken wollen. Aber da redet keiner drüber. So, und ey, ne, ich habe keinen Bock. Das ist im Prinzip der Vorschlag, den der DC mir gemacht hat, dass ich einfach auf den Zug so ein bisschen aufspringen soll und da vielleicht sogar mal mitmachen. Sorry, Bro, das ist nur mal ja nicht meine Nummer. Das ist halt so das Ding. Es gibt Leute, die tun alles für Reichweite. Und würde ich alles für Reichweite tun, hätte ich längst welche. Dann müsste ich aber halt, dann könnte ich nicht meinen authentischen Kram machen. Und ja, ich weiß, alle Influencer und so reden auch immer über Authentizität oder so. Aber ich habe bisher nichts faken müssen. Ich bin weltberühmt geworden. Also, ne, aber Zitat Sat.1, der berühmteste Hausbesetzer der Welt, immerhin, ja, obwohl ich gar keiner mehr bin, seit 2014, jetzt sind schon fast 10 Jahre, und dann mit der Bäcker-Finca, das ist jetzt auch 5 Jahre her, aber immer noch haftet mir dieses Ding mit dem Hausbesetzer an, obwohl ich da schon keiner mehr war und auch gesagt habe, Leute, ich besetze die Bäcker-Finca nicht. Ich rette die lediglich vorm Verfall. Hieß es dann immer, ja, nach seinen Aussagen und so. Das war aber trotzdem das, was ich gemacht habe. Das Ding ist, das war authentisch. Ich bin weltberühmt geworden durch gewisse Sachen, die Teil meines Lebens gewesen sind. Weil ich die wirklich mache. Und nicht nur eine Show mache.
Und deswegen, und da würde ich gerne bei bleiben. Bei dieser Möglichkeit, ich selbst zu bleiben und dann halt eben nach, was haben wir jetzt, 15 Jahre, mache ich jetzt fast Video, ne, 2007 habe ich angefangen, das sind jetzt 16 Jahre und habe meine 4000 Abonnenten und kriege ein paar 100 Klicks auf ein Video. Das ist okay mit mir. Das ist aus dem Grund okay mit mir, weil ich mich nicht verbiege und weil das, was ihr hier seht, echt ist. Und wenn ich mir dann halt eben angucke, wie andere sich hunderttausende Klicks bis Millionen Klicks auf ein Video, indem sie über andere herziehen, so, und ich mache das jetzt hier, ich rede hier mit meiner Community, ich mache dieses Video nicht, weil ich der Hoffnung anheim verfallen wäre, dass ich dadurch jetzt einen riesengroßen Schwung an neuen Abonnenten kriege. Es ist übrigens warm. Entschuldigung, ich muss mir die ganze Zeit den Schweiß wegwischen. Es ist echt warm auf Mallorca im Moment gerade. Und es ist auch schon spät. So, ne? Es ist schon 1:08 Uhr, steht hier neben mir der auf der Uhr. So, ja. Also, ne, Leute, achtet ein bisschen drauf. Die einen, was ihr konsumiert, und die anderen, ey, bitte, ey, lass doch mal das Niveau mal wieder ein bisschen steigen bei dem, was ihr Leute zum Konsumieren anbietet. Echt, ihr lasst euch über den Hornhauer auf und pusht den damit auch noch weiter und tut so, als würdet ihr es nicht tun. Das finde ich so verfänglich, das finde ich so heuchlerisch. Das ist einfach heuchlerisch. Ne, das ist genauso, wie wenn irgendeine Politikerin sich da gerade hinstellt, ich habe keine Ahnung, wie die hieß, die dann vor ein paar Wochen da gesagt hat, ich fordere eine lückenlose Aufklärung über das, was da mit Till Schweiger jetzt. Haben wir nichts Besseres zu tun? Gibt es gerade keine wichtigeren Dinge, die mal lückenlos aufgefüllt werden, hier, Dings, ne? Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lasse ich dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss.